Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von Spiel Minecraft. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja begonnen, mein Lagersystem etwas umzubauen und ja, das Ganze habe ich jetzt offscreen gemacht, denn es war doch aufwendiger, wie ich gedacht habe, hier quasi die Blöcke, die Kisten um eins zu versetzen, hier das Eis einsetzen, dann die Kisten wieder richtig bestücken, dann. Ja, oben das Eis, okay, das war das Wenigste. Hier kommt kein Schnee hin. Okay, muss ich irgendwie wieder rauskommen. ja, die Kiste ist übrig geblieben, was ich zum Bauen gebraucht hatte. Die werde ich dann später mal ausleeren. So, und jetzt wollte ich nur noch das Wasser einfüllen und dann wäre mein System schon fertig. Aber bevor es soweit ist, werde ich erstmal hier eine Reihe Glas hinsetzen, dass man quasi die Items sieht, die wo hier entlang sausen. Genau. Jawohl, Glas ist dort. Hat doch nicht so viel gebracht, wie ich gedacht hatte. So, jetzt brauche ich noch von denen ein bisschen was. Ah, das muss ich von oben hin machen. Von oben. Okay, dann kann ich das Wasser gleich einfüllen. Denn die kommen dann daher. Denn das sieht man ja von unten. Na, komme ich darüber? Okay, passt. Schon mal alles so fertig, alles soweit so fertig. Breite Wassereimer, schnell was essen. Melonen. So, der Brunnen, der kommt auf jeden Fall wieder weg. Der gefällt mir hier nicht so. Das Wasser. Quasi hier ist der Startpunkt. Da müsste es. Geht genau bis davor. Wird natürlich das Schild aufgehalten. Hier geht es weiter. Bis dahin wird aufgehalten. Geht's hier weiter? Gibt's da vorne hin? Okay, ja, ein Wasser reicht eh nicht. Hip. Eins, zwei, drei. Hip. Dann geht's wieder daher. Wasser. Wasser. Und nochmal Wasser. Muss ja genau passen, oder? Jawohl, habe ich sehr genau ausgerechnet. Bloß oben einen Deckel drauf mache. Okay, Granit ist ein bisschen zu wertvoll dafür. Ups. Wollte ich jetzt nicht. Granit, Granit. Was nehme ich stattdessen? Okay, hier sieht man das Wasser jetzt, wie es hin und her schwappt. An die Eisblöcke wäre ich vielleicht noch. Was? Warum ist es hier gefroren? Ich verstehe es nicht. Mann, Mann, Mann. Hier ist es auch gefroren. Hier muss ich wirklich irgendwas in der Nähe machen, wo das Wasser nicht gefriert. Okay, die anderen zwei sind jetzt nicht gefroren. Da weiß ich schon, wo ich die Fackeln hin mache. Spring einfach wieder da runter. Zack. Jetzt bin ich quasi im Technikraum. Hier habe ich quasi so eine kleine Schleife eingebaut, dass hier die Werfer, die wo die Items nach oben transportieren, auch lange genug werfen, bis auch das letzte Item aus der Kiste raus ist. Quasi hier ist ein. Ups. Hier ist ein Eisblock. Dann setze ich hier eine Fackel hin.
Hoffentlich gefriert es oder schmilzt es hier unten nicht. Ich hoffe es einfach mal. Dann hier ist eins, ein Eis. Hier in der Ecke ist eins. Hier ist eins. Hier. Machen wir das hier. Einfach hier nochmal. Genau, das müsste so passen. Ups. Komm nicht mehr raus, oder? Stimmt. Meine ganze Strecke wieder zurücklaufen. Schnell was essen. Ah, Melonen sind ja nicht so nahrhaft. Aber egal, müsste schon reichen. Schnell ins Bett. Ups, Bett. Genau. Und jetzt nochmal testen, nochmal nachschauen, ob alles so funktioniert wie gedacht. Also schon wieder gefahren. Mann, warum gefriert das? Hier gefriert es komischerweise nicht. Wirklich nur das eine. Das soll eben, das soll gefroren bleiben, die anderen nicht. Egal. Wenn ich jetzt was reinschmeiß, okay, die Sachen lassen wir mal. Das nehmen wir mal. Das. Okay, Schilder brauche ich auf jeden Fall. Denn die muss ich noch dahin machen. Hab genau gerecht. Sehr schön. Wenn ich jetzt hier was reinschmeiß, geht's rucki-zucki raus. Wird hier oben reingeworfen. Findet hoffentlich den richtigen Weg. Was sind das? Zäune. Bleiben die hier hinten stehen oder wie? Nee, gehen schon weiter. Dachte ich nur. Bleiben die jetzt hinten stehen? Nee, oder? Ja, okay, geht doch. Und wird hier einsortiert. Huch. Hey, wo geht das ganze Zeug hin? Irgendwas. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Kissen sind leer. Das ist ein Bug, das wiederholt sich die ganze Zeit. Ja, und hier gefriert das Wasser und hier gefriert das Wasser auch. Boah, wie kriege ich das hin, dass es nicht mehr gefriert?
Jetzt geht's weiter. Bleiben Sie hier stehen. Also bleiben hier in der Ecke stehen, deswegen. Und bleiben Sie hier stehen. Bleibt alles stehen. Waren die vielleicht nicht schnell genug oder wie auch immer? Ich weiß es nicht. Bleibt hier in der Ecke auch stehen? Ja, klar, hier bleibt es auch stehen. Ach, komm, oder? Also Mühe geben. Ich habe schon gedacht, das funktioniert. Ärgerlich. Wenn ich hier was reinschmeiß, wird hier weiter transportiert. Das passt ja. Ah, bleibt doch ab und zu mal hier stehen an der Ecke. Wieso? Wenn ich Schild weg mache, was passiert dann? Dann strömt das Wasser hier rüber. Okay, das wäre schlecht. Ah, bleibt hier in der Ecke auch stehen. Mann, Mann, Mann. Ich hätte gedacht, das wär gelöst worden, das Problem. Hier, das gefriert auch wieder. Okay, da muss ich was Neues einfallen lassen. Ich sage, machen wir einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Hi Leute, willkommen zurück. So, jetzt habe ich das Problem endlich gelöst. War schon, ja, richtig schwierig. Denn ich habe einfach hier an der Ecke nochmal einen Wasserblock hingesetzt. Denn wenn jetzt das Item hier in der Ecke hängen bleiben würde, dann würde es durch den anderen Wasserblock einfach weitergeschwemmt werden. Genau. Hier an die Ecke genau das gleiche. Damit das Wasser, also hier hinten, dort an den Ecken nicht mehr gefriert, habe ich einfach oben zugemacht und ich bin jetzt circa eine Viertelstunde hier gestanden, beziehungsweise habe die Kiste, wo hier in der Mitte gestanden ist, aufgeräumt. Und seitdem ist kein Wasser mehr gefroren. Richtig cool. Ich habe auch die Renderdistanz auf 16 runtergesetzt. Könnt ihr hier schauen, Grafikeinstellungen 16. Vorher habe ich 17 gehabt, jetzt ist 16. Ups, 16. Damit es ein bisschen flüssiger läuft. Okay, sind wir 53, 52 FPS, okay, das passt schon. So, testen wir mal das System, ob es jetzt auch funktioniert. Was nehmen wir zum Beispiel? Mal 64 von denen. Okay, wo ist überall 64 drin? Ah, geil, nehmen wir nur die 64. Zack, schmeißen wir hier rein. Okay, ist eine Redstone-Kiste, deswegen. So, wo bleiben die Items? Oh, hier kommen sie schon. Na? Ah, sie kommen, oder? Stehen die immer noch drin, in der Ecke drin oder wie? Was? Warum werden die jetzt hier einsortiert? Okay.
Irgendwas stimmt hier nicht. 18. Zählen wir alle raus. Okay, hier können 3 rein, also 3. Hier unten können 64 rein. Und der Rest gehört hier rein. Können wir 31. Wieso? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was hier passiert ist. Hier können die Stufen rein. Schon klar. Hier können unten 64 rein. Oh, hier oben ist leer. 16 und 3. Was ist da passiert? Ah, komm. Jetzt werden die ganzen Items hier runter transportiert. Hier können 64 rein. Hier oben können 16 und 3 rein. Hier ist gleich, oder wie? 40. Ah, nee, oder? Oh, ich verstehe nicht, was hier passiert ist. Ah, halt, falsch. Na, hier passt komischerweise, aber hier hinten. 3, 3, 3, 3, okay. Mal hier checken. Hier passt, okay, wenn ich das Zeug jetzt hier reinhau. Okay, jetzt kommen hier die ganzen Items. Hat er dann viele gemacht bei einem. Beim Einsortieren, oder? Mit 3 drin, okay. Immer noch 3. 13. Ah, okay, es funktioniert. 18. Es waren noch mehr wie 18. Ah, sind noch welche unterwegs, deswegen. Man hört. Man hört die Werfer arbeiten. Noch ein paar Treppenstufen unterwegs. Ein paar von denen, oder? 34. Hier die 64, oder? Ah, die kommen jetzt langsam. Okay. Ja, jetzt kommen sie. Ist immer noch unterwegs. Ja, das dauert eine Weile, bis ein ganzes Deck verarbeitet wird. 52, ja, werden schon mehr. Okay. Hier passt immer noch alles. Ja, hier passt es immer noch. Sehr gut. Alle Items einsortiert. 34, 19, 11. Cool. Es funktioniert. Und ich habe immer noch einen Plan B eingearbeitet. Und wenn angenommen ein Item würde hier den richtigen Weg nicht finden oder hier nicht reingehören, dann wird es da hinten entlang geschwemmt und kommt dann hier raus. Kiste für verirrte Items. Und hier ist zum Glück jetzt nichts drin, also heißt, dass alles funktioniert hat. Cool. Dann würde ich sagen, war's für dieses Video, für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns
in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Macht es gut, bis dann. Ciao.